So, ich muss jetzt erstmal die Folge beenden. Ich war schon 5 Minuten drüber. Entschuldigung. Habe ich vor lauter Suchen und Gucken leider nicht gemerkt. Aber das gibt's doch nicht. Wo ist das denn? Oh, es wird auch schon wieder dunkel. Wo ist das denn? Da ist doch nirgends was. Das ist doch blöd. Das ist echt blöd. Unten ist auch nichts. Ist vielleicht ganz unten was. Ja, auch nicht. Kotzi steht da unten und macht nichts mehr. Der streikt genauso. Ich streik auch gleich. Das sieht irgendwie ziemlich kaputt aus. Warte. Nee. Doch! Da! Impro, reparieren. Nee. Oh, wie gemein. Das Rohr wieder zurückbiegen. Ich glaube, ich gehe lieber das Rohr reparieren. Ich weiß nicht, das Rohr zurückbiegen, das klingt irgendwie falsch und irgendwie nicht wirklich richtig. So, jetzt geht es? Ja, Mann! Sehr schön. Oh, endlich, Alter. Endlich. So, jetzt müssten wir... Ich weiß nicht, irgendwo hinkommen. Ich folge jetzt einfach mal den Stromleitungen. Dann müssten wir eigentlich im Grunde dahin kommen, was die mit Strom versorgen. Guck schon wieder dieses Geräusch. Hört ihr das? Boah, Alter, was ist denn das immer? Das klingt immer wie so Jurassic Park, wenn der T-Rex angestapft kommt. Das ist so mega gruselig. Und gerade hier, weißt du, wo irgendwie alles verstrahlt ist und alles durch Verstrahlung mutiert sein kann, da kann, weiß der Geier, was ankommen. Boah, ey, das ist so... Oh, ich muss auch mal nachladen, sehe ich gerade. Ich bin unter 900. Nein. Ach, jetzt geht's hier rüber. Guck, da ist die Stromleitungen. Die gehen jetzt hier entlang. Ah, da unten war, glaube ich, auch ein Generator. Den höre ich bis hier. Und die Musik noch dazu, ne? Die ganze Atmosphäre ist gerade so mega creepy. Komme ich mir gerade nur so vor oder laufe ich wieder zurück? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Ich glaube, ich laufe jetzt gerade nur zum nächsten. Guck schon wieder! Hört ihr dieses Gestapfe oder Gestammel? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Dieses Wumm. Wumm. Boah, Alter, ey. Jetzt geht das da rüber. Dahinter. Ach, da hinten ist der nächste Generator gewesen. Da ist schon wieder ist dieses Geräusch. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht gehört das auch einfach nur irgendwie zu den Geräuschen einfach dazu. Kann auch sein. Aber es ist trotzdem unfassbar gruselig. Ja? Psst. Sir? Godsworth. Bedienen Sie sich. Oh, vielen Dank. Das ist erstmal alles. Na gut. Ja, vor allem jetzt ist er gerade wieder aufgestanden dabei, ne?
Oh, Musik, ey, die Musik ist so creepy. Muss den Ort finden, wo die ganzen Stromkabeln zusammenlaufen. Oh, die nehmen wir doch mit. Oh, und dieser... Vorsicht, Strahlung! Und dieser eklige grüne Nebel hier noch überm Wasser, ne? Uah. Ja klar, da ist mal wieder irgendwas aufgeplatzt. Ich verstehe. Ich weiß nicht, war ich hier schon? Uah. Geht's wieder irgendwo ins Wasser rein? Ii. Doch, ich glaube, hier war ich schon. Ich erinnere mich an diese Waage. Wo bin ich denn gerade? Ich bin hier. Da ist der erste Generator, glaube ich. Also alle drei Generatoren laufen wieder. Das haben wir repariert. Jetzt müssen wir nur das finden, wo mit dem Generator verbunden ist. Da haben wir hier jetzt einmal den Strom. Ach komm, ich laufe jetzt mal ein bisschen schneller hier. Huch. Den Strom. Das geht jetzt hier rüber. Und hier endet das in der Luft. Da ist auch wieder ein Generator. Wie komme ich denn jetzt dahin, wo der, was mit den Generatoren verbunden ist? Jetzt bin ich ja wieder hier. Und das geht jetzt auch eigentlich nur hier rüber. Was für ein Generator ist denn das? 1, 2 oder 3? Oh, wie doof ist das denn? Okay, es geht von hier also nichts mehr anderes außer hier. Dann müsste ich eigentlich so rumfolgen. Dann geht das da lang. Hier ist was abgerissen. Und vor allem ist das auch noch so schön dunkel hier überall. Boah, da kriege ich Gänsehaut, ey. Hier teilt sich das ab. Hier geht eins hier rein. Hier waren wir aber schon. Ich weiß, dass ich irgendwo eine kleine versteckte Tür gefunden habe. Da hat man aber einen Schlüssel gebraucht. Da war also... Was ist das da unten? Ist das eine Werkbank? Ah, da ist es. Ah, da hätte man die eine Tür nehmen können oder... Ach du Scheiße. Patrick, gib uns... Ah! Boah, Alter, mein Herz. Die hatten alle Namen. Steve Gibbons. Patrick Gibbons. Frederick Gibbons. Victoria Gibbons. Watts verbessert. Lederrüstung. Ja, da hat man da entweder mit dem Schlüssel reingekonnt oder eben hier mit... Oh, Chemikalienschutzanzug und noch einer. Ach, hier war der Schlüssel. Toll. Was ist das? Draw a picture of your family.
Ja, da hat sie wohl den, ich vermute mal, die hat den Opa ausgekratzt. Da hat man wohl entweder den Schlüssel nutzen können oder halt den Strom. Aber hatten wir da jetzt gerade nicht einen Schlüssel gefunden? Ich muss da jetzt gerade mal schauen. Mach mal hier zu. Alter, guckt euch mal mein Leben an, ey, wie das aussieht inzwischen. Ich darf gerade schon wieder was nehmen. So, erstmal hier mich entraden. Ich gönne mir noch eins. So, und dann was zu futtern. Nom, nom, nom. So. Ach ja, ich wollte gucken, was wir gerade für einen Schlüssel aufgenommen haben. Amphitheater? Nein, ich glaube, das war er nicht. Aufseherschlüssel, Büroschlüssel, Harper's Comics, Lagerschlüssel, Lagerschlüssel. Dunwich Boris, Elisas Hauskarte, Familienzeitung, Zeichnung, Tagebuch, Tagebuch, Tagebuch. Faradays Programm. Gerbereischlüssel. Greentech Genetics. Hallucigen. Kassiererschlüssel. Kistenschlüssel von Linwoods. Lagerraumschlüssel. Nachrichtenraum. Pikmin. Saufkumpaschlüssel, Chefschlüssel, Souvenirschrank, Longneck, Haus der Capets. Ah, Schlüssel zum Häuschen auf Cranberry Island. Ich schätze mal, das war er. Schlüssel zum Häuschen. Ach nee, Quatsch! Das war, wo wir einen Schlüssel gebraucht haben. Das war ja dieses kleine Mini-Häuschen. Das war ja dieses ganz kleine Mini-Häuschen, wo da irgendwo rumstand. Wo ich übrigens nicht einmal mehr genau weiß, wo dieses Häuschen überhaupt war. Wohlgemerkt. Aber stimmt, das war ja so ein kleines Mini-Häuslein. So ein ganz, ganz kleines, wo dabei stand, benötigt Schlüssel. Es ist nur die Frage, wo war dieses Häuschen nochmal? Das ist halt jetzt die Frage. Wo war dieses Häuschen? War das jetzt hier unten irgendwo? Cranberry Vorratsschuppen? Weil von hier oben kamen wir her? Ich denke mal, ne, dass das irgendwo ganz unten gewesen ist. Das war, glaube ich, irgendwo am Wasser, wo ich, glaube ich, noch meinte, ob da irgendwo eine Werkbank oder sowas ist. Ich werde da jetzt mal hinmarschieren, werde mir das mal anschauen und hoffen, dass ich da dieses Häuslein auch wiederfinde. Irgendwie fühle ich mich gerade so dezent wie bei Resident Evil 7. Ach, das ist der Leuchtende da hinten. So wie das hier gerade ausschaut. Wäre doch gelacht, wenn wir dieses kleine Mini-Häuslein nicht nochmal finden würden. Hä? Das ist merkwürdig, dass diese komischen Pilze immer leuchten. Bäh. Das macht das nicht gerade leckerer. Ist natürlich auch sehr vorteilhaft, dass es gerade nebelt. Also mehr als üblicherweise. Dass es gerade nebelt und fall doch nicht schon wieder runter. Und noch gerade Nacht ist natürlich super. Ah, ist das das Häuschen? Das könnte das Häuschen tatsächlich gewesen sein. Das werden wir gleich rausfinden, weil das ist nur so ein kleines Mini-Häuschen.
Das könnte sein, ja. Hier waren die Myelurks. Ja. Oh. Wow. Stockfinster. Ja, stimmt. Wo ich noch gesagt habe, boah, hier liegt voll viel Zeug. Guck mal. Oh, Alter. Guck mal. Guckt euch das mal an. Blei, Stahl, Asbest, Leder. Da oben jede Menge Kork und Klebeband und hier Antiseptikum-Gummi, alter Schwede. Hier mit Aluminium und Stoff, Glasfaseroptik und Federn. Hier haben wir auch noch jede Menge Klebe. Oh, alter, Zement und jede Menge. Boah, ich bin gerade im Himmel, ne? Oh, Kotzi. Und so ein aufgehängter Gammelfisch. So. Kotzi, mach dich doch mal. Geh doch mal da weg. Danke. Ich würde das gerne als Thumbnail. Ich brauche das als Thumbnail. Sorry. Guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Was mag da drin sein? Ja, das frage ich mich auch. Ja. Und Kotzi muss natürlich mal wieder gucken gehen. Ne, Kotzi muss natürlich gucken gehen. So. Ne, dann wisst ihr ja, was ich jetzt gleich mache. Ja. Oh Gott, das darf ich auch noch alles einzeln einsammeln. Eieieiei. Geil. Also das hat sich doch tatsächlich gelohnt hier, ne? Da hartnäckig dabei zu bleiben und zu gucken. Das hat sich doch tatsächlich echt gelohnt. Da oben liegt nix. Sie wollen doch den Müll bestimmt nicht mitnehmen. Natürlich nehme ich den mit. Was denkst du denn? Das, außerdem ist das kein Müll, das sind Vorräte. Mir tut schon der Finger weh. Was haben wir denn hier? Jede Menge Patronen. Da haben wir wieder Kork und Stahl. Oh, und ich dachte, das wären nur so kleine... Ah ja, ne? Was man halt zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen findet. Aber dass das hier so ein extremer... Vorratsraum ist, hätte ich jetzt tatsächlich nicht mitgerechnet. Da hätte ich jetzt tatsächlich nicht mitgerechnet. Oh, Fiberglas ist auch mit dabei. Ein bisschen Leder. Schrauben. Boah, cool. Das Einzige, was ich hier jetzt in diesem Vorräten tatsächlich so ein bisschen vermisst habe, das war Dünger. Aber wie hat sich das denn hier gerade gelohnt? Das hat sich ja voll gelohnt. Cool. Vielen, vielen Dank. Und hier ist sogar eine Kochstelle. Aber das hat sich echt gelohnt, das hier zu machen und dran zu bleiben. Oh, Tagebuch 6. Das lesen wir natürlich auch noch. Wir haben gehört, 8. August so. Wir haben gehört, wie Opa wieder über diese verdammten Regierungsfritzen geschimpft hat. Papa hat versucht, ihn zu beruhigen. Der ganze Hof ist versichert, das weißt du doch. Wir haben alles unterschrieben, als wir letzten Monat dein Testament aufgesetzt haben. Ich fragte Nathan, was das bedeutet, dass der Hof versichert ist. Aber er meinte nur, ich soll mir keine Gedanken machen. Es würde bedeuten, dass wir sicher sind. Er sagte, ich soll mir mehr Sorgen um Opas Testament machen. Ich weiß nicht, wovon die da alle reden. Oh, warte. Das würde ich doch ganz gerne eigentlich mitnehmen. Wovon die alle reden, ja. Das ist meistens nicht ganz so toll. Oh, guck mal, hier ist auch so ein Skelett. So, ich würde sagen, dann sind wir hier unten eigentlich fertig, ne? Da hat sich das ja mal echt gelohnt, hier reinzugehen. Waren wir denn auf dieser Insel drüben? Ich glaube nicht, ne? Ach, stimmt. Das ist die mit diesem Tannenbaum. Da müssen wir auch noch hin. Aber das hat sich mal echt gelohnt, da dran zu bleiben und die Generatoren zu machen. Haben wir echt viel Zeug gekriegt und vor allem seltenes Zeug. Weil, sprich, Schrauben, Fiberglas, Optik etc., das ist natürlich... Das ist jetzt natürlich nichts, wo man mal ebenso an jeder Ecke findet, ne? Also das ist echt gut. Ich
ich jetzt einfach mal das Boot rüber hoppeln. Hui! Oh, guck mal, das ist ja... Das ist ja janisch tief hier. Oh! Ah! Der greift ja an! WTF, der greift ja an. Das ist das erste Mal, dass mich ein Hirsch angreift hier. So was. So, Freunde, was haben wir hier? Wirklich? Ist das eine Karte? Ach, das war bestimmt so ein Anschlagbrett für eine Karte oder sowas. Was haben wir denn hier Schönes? Ein paar Leichen. Boah, Junge. Da stehst du hier einfach mit einer Machete in der Hand. Was soll das? Ach du Scheiße. Nicht noch einer. Bitte nicht noch einer. Verstrahlt auch noch. Hä? Wo läuft denn der rum? Ja klar, der kommt natürlich zu mir. Oh, puh. Da war einfach mal noch ein zweiter Bär. Wo ist er? Hier. So, und wir haben ein Level up. Ich weiß jetzt noch gar nicht mal, was ich machen wollte. Rüstmeister. Ja, die Wissenschaft, glaube ich, wollte ich machen, ne? So, die Wissenschaft wollte ich machen. Weil wir da ja auch noch Sachen zum Upgraden hatten, für die wir eben die Wissenschaft gebraucht haben. Ja, da liegt einfach mal ein Schädel. Auf dem Wasser, auf dem Brett. Warum nicht? Soll ja auch ganz schick sein. Ja. Ist doch ein komischer Zufall, dass hier jetzt ausgerechnet so ein Insel der Jägerin, dass jetzt hier ein Baum umgestürzt ist. Lebt diese Jägerin denn noch zufälligerweise? Muss ich denn Angst haben? Hallo? Eine Angel. Weil der Begriff Jägerin könnte eigentlich zu verschiedenen Versionen passen. Einmal die normale Jägerin, die, sag ich mal, Bären und Hirsche vielleicht erlegt. Und halt einfach eine Jägerin ist, die sich hier um die Wildnis kümmert, so wie ein Förster, ne? Oder halt Jägerin in der Hinsicht jagt Menschen, also sprich vielleicht Kopfgeldjägerin oder ähnliches. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, das sind auch diese Häuser oder ist das Haus, das ich von der anderen Seite gesehen habe. Oh, Kotzi. Mann. Boah, Alter, diese Blume, ne? Mein armes Herz. Ich dachte eben, diese Blume wäre auch irgendein Vieh. Guck schon wieder dieses Rumpeln. Jetzt nicht mehr. Manchmal kommt das öfter, manchmal kommt das weniger oft. Das ist, ich weiß nicht. Ich habe immer... Okay, das können wir gar nicht mitnehmen. Ich habe immer das dumpfe Gefühl, dass wir irgendwann mal die Ursache dieses Gerumpel finden. Also dieses Wumm. Wumm. Es kann allerdings tatsächlich sein, dass das zu den typischen Geräuschen der Musik vielleicht gehört. Aber ich finde es auf jeden Fall trotzdem unheimlich. Ob es jetzt so ist oder nicht, ist egal. So, und ich glaube, von hier oben hatten wir tatsächlich hier rüber geschaut. Ah, da unten ist ein eingeschaltetes Radio. Deswegen dieser weiße Punkt. Wundert mich, dass das Radio überhaupt funktioniert.
So, da haben wir dieses brennende Wasser, wo ich erwähnt hatte. Sind Sie sicher, dass jemand anders hierfür nicht besser geeignet wäre? Gott, Sie hör auf, mich anzulabern, während es hier dunkel ist, nebelt und irgendwie seltsame Geräusche in der Umgebung sind. Hör auf, mich da plötzlich anzusprechen. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Das ist ja schon fast... Ich meine, guckt euch das an, das ist... schon fast ein Horrorfilm. Hallo? Ich kann nicht mehr springen. Was? Hallo? Jetzt... Hallo! Spring doch mal. Danke. Jetzt geh doch mal da hoch. Er springt schon wieder nicht mehr. Jetzt hör doch mal auf, an den Felsen festzuhängen. Meine Güte. Ich weiß, dass hier Hundis sind. Oh, hier sind sogar eine ganze Menge Hundis offensichtlich. Hallo. Was ist denn da los? Ah, hallo. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Hallo. Tollwütiger Wolf. Bäh. Da kommt was von hinten. Sonst hätte der gerade nicht an mir vorbeigeschossen. Offensichtlich. Nein, nicht runterfahren. Ja klar, der Wolf hat eine Babyrasse dabei. Wieso auch nicht? Ja geil, jetzt bin ich wieder hier unten. Super. So. Ja, ist aber trotzdem noch irgendwo einer. Weil es ist immer noch Gefahr. Ah, hier. Aus der Richtung. Was ist dieses? Schon wieder tollwütig. Okay, der hat uns jetzt gebissen. Jetzt müssten wir eigentlich müssten wir jetzt auch tollwütig sein. Tollwut haben. Wir müssten uns jetzt theoretisch angesteckt haben. Und Tollwut ist ja zu 100% tödlich. Weil es gibt keine Heilung. Und alleine, um Tollwut zu identifizieren, muss man das Hirn untersuchen. Und das Problem an der ganzen Sache ist, man kann das Hirn leider nicht untersuchen, ohne den Kranken, in Anführungsstrichen, zu töten. Ja, blöd, ne? Schon wieder dieses Geräusch. So, aber waren wir hier schon? Nein, hier waren wir auch noch nicht. Sonst hätten wir das mega auffällige Pilzdingens ja mitgenommen. Oh. Da hatte sich wohl jemand zum Schlafen hingelegt. Hat wahrscheinlich Fernsehen geguckt. Und dann ist es passiert, was passiert ist. Bild. Okay, ich glaube, das war's. Schade, ich dachte, jetzt wäre hier was Besonderes, weil ich mir extra den Weg hier entlang bin. Aber offensichtlich war hier nichts sonderlich Relevantes. Das heißt, wir werden jetzt einfach darüber gehen. Und werden, ja gut, was heißt drüber gehen? Wir werden dann halt hier jetzt einfach ein bisschen rum erkunden. Vielleicht macht es auch Sinn, vom Hotel einfach hier rüber zu gehen, bevor ich jetzt den ganzen Weg durch das Wasser wieder laufe. Oder vielleicht von hier runter oder von hier runter, je nachdem. Dass wir dann jetzt hier in diese Richtung, also hier runter und dann hier in diese Richtung gehen. Und ja, ich denke mal, da werde ich mich hierhin teleportieren. Und dann geht das schon. So. Einmal die Richtung gucken. Okay, wir gehen... Huch, was ist... What the fuck, Alter?
Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wenn man die rechte Maustaste gedrückt hält, kann man den Arm so bewegen. Das sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. So, wir müssen einfach... Whoops. So rum. Ach, guck, es wird auch wieder hell. Ach, Gott sei Dank. Da ist es dann doch nicht ganz so gruselig. Nachts ist das immer noch ein Ticken gruseliger tatsächlich. Lalala. Ach, da haben wir wieder den Strom. Nee, Quatsch, das kann aber nicht für die Generatoren sein, weil da sind wir ja weg. Was steht denn da auf dem Dach? Ist das eine Mülltonne? Merkwürdig. Das ist ja auch nicht verzeichnet auf der Karte. Souvenirs. So ein kleines Städtle oder Dörfle. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt schon mal durchgekommen sind. Oh, guck mal, da drüben geht's rein. Ich weiß noch nicht mal, ob wir hier schon mal waren, weil es ist eben auch nicht verzeichnet. Aber hier ist eine Tür, die man aufmachen kann. Wow. Ja klar, ne? Kotzi muss natürlich wieder zuerst rein. Da ist noch ein Bild. Ja, ich glaube, das war es auch schon hier. Also keine Ahnung. Keine Ahnung, was das hier ist. Aber es könnte doch das hier sein, auf der Karte verzeichnet. Der ist irgendwo da oben. Ah, guck, da ist er. Da ist er. Ich sehe ihn. Ja, jetzt ist er natürlich verschwunden. Southwest Harbor. Also es ist mehr oder weniger diese Stadt. Nur vielleicht ein bisschen anders, als man denkt. Kotzi, ich hoffe, du bist anwesend. Oh nein, und ich kann mich nicht verstecken. Ich habe dieses Ding gar nicht gesehen. Ich sehe die da oben. So, wie kommt man da jetzt am besten hoch? Von außen, schätze ich mal, ne? Kotzi? Ach, da hinten bist du. Mal gucken, ob man von draußen irgendwie hochkommt. Da geht's auch noch. Och Mensch, versperr mir doch nicht schon wieder den Weg. Rein. Oh, grüß dich. Oh, das ist mal eine große Küche hier. Daneben. Oh, der hat... Nee, das ist nur eine verdammt gute Rüstung. Ja, wo bist du denn, mein Freund? Jetzt komm doch mal her. Ach, du lebst noch. Jetzt nimm er. Ach, das ist hier ein Ding. Ein Ausguck. Ich glaube, jetzt sind wir erst hier drin. In dieser Base. Ich glaube, wir waren die ganze Zeit noch draußen. Ja, das sollte eigentlich... Nee, ich sag eigentlich. Es sollte eigentlich leckerer sein, weil Trockenfisch halt, ne? Aber ich sag ja, eigentlich.
Wer ballert hier? Ja, yeah, ich bring mich mal irgendwie in Sicherheit. Oh, Kotzi, verschwinde. Oh, au, au. Oh, toll. Er ist mal wieder mutiert. Oh, Metallrüstung. Wirst du im Nahkampf getroffen, wird alle 60 Sekunden ein Tarnfeld erzeugen. Ah, von Tarnfeldern halte ich persönlich nicht viel. Ich erinnere mich an das Tarnfeld, wo ich hatte... Ach, Gartenstuhl sitzen. Nein, danke. Ich hatte mal, auch im Let's Play, hatte ich hier mal... Nimm's doch. Auch im Let's Play hatte ich schon Tarnfelder gehabt und dadurch hatte ich irgendwie ganz böse Anzeigefehler tatsächlich. Deswegen nehme ich so Tarndinger nicht so gerne. So, sonst noch irgendjemand? Aktuell? Nö. Oh, da ist eine Kiste. So, ich gönn mir mal ein Nickerchen.